Ist Nico Robin die perfekte Waifu und wird sie auf unserem Waifu-Meter gut abschneiden? Das alles seht ihr nach dem Intro. Hey Leute, hier ist Rick von All Blue Review. Ich präsentiere euch heute wieder den Waifu-Meter und da gehen wir heute drüber mit Nico Robin. Wir alle lieben sie. Sie ist die zweite dazugekommene Frau in der Bande und ich glaube, von Anfang an war sie schon immer sehr mysteriös und deswegen definitiv eine sehr interessante Frau. Und dadurch, dass sie ein bisschen älter ist, auch reifer als Nami. Wer das Nami-Video noch nicht gesehen hat, hier geht bitte zurück, guckt euch das Nami-Video an. Wir haben auch sie als erste Probandin durch das Waifu-Meter geschickt und was dabei rausgekommen ist, wird euch wahrscheinlich komplett um den Verstand bringen, also geht bitte rüber und guckt. Nico Robin war vor dem Timeskip 28 Jahre alt, das heißt, sie war damals schon eine sehr erfahrene Frau. Jetzt nach dem Timeskip 30 Jahre, also gerade mal 2 Jahre jünger als ich, so ziemlich in meinem Alter und ich kann euch sagen, mit dem Alter kann man schon ein bisschen was erlebt haben. Das haben wir auch gesehen und deswegen ist sie auch nicht wirklich interessiert so an jüngeren Männern. Der einzige Mann, der, glaube ich, bei ihr eine Chance hätte zu landen, ist Zorro. Warum? Weil er der Älteste in der Strohhutgruppe ist. Nicht der Älteste, okay, stimmt ja gar nicht. Sondern er ist damals der Älteste gewesen und hat eigentlich so die meiste Erfahrung und ist am erwachsensten gewesen. Nico Robin steht außerdem auf Gentleman. Das haben wir jetzt schon öfters gesehen. Wann immer einer der Jungs aus der Strohhutgruppe, egal ob es jetzt Brook war, Jinbei oder sonst jemand, der sie wie eine Königin behandelt hat und Gentleman-like zu ihr war, hat sie immer wieder gesagt, oh, wie süß du doch bist und man sieht ganz klar, das ist das, was Robins Herz zum Schmelzen bringt. Nicht jemand, der ihr komplett hinterher rennt und ihr die Stiefel leckt, sondern jemand, der wirklich ein wahrer Gentleman ist. Ihre Hobbys sind wandern gehen und im Dreck wühlen und nach Sachen graben. Also wenn du darauf gefasst bist, dich dreckig zu machen, dann ist Nico Robin definitiv die richtige Frau. Aber sie kommt mit einem weiteren Attribut daher, die eine Frau halt eben meistens mit sich bringt und das ist Geld ausgeben und Form von Shoppen. Also wenn du nicht genug Geld hast, damit Nico Robin sich mindestens jeden halben Arc ein neues Outfit zulegen kann, dann bist du nicht der Richtige. Eine ihrer Besonderheiten ist ihre Hana-Hana-Nomi-Frucht. Ich sag nur, viele Hände, schnelles Ende, wo man sich einfach zusätzliche Körperteile wachsen lassen kann, ist, ich rede nur über die Möglichkeiten. Jegliches Körperteil kann sie zigfacher Anzahl wachsen lassen, nicht nur an sich, sondern auch woanders. Also denkt über die Möglichkeiten. Sie ist außerdem auch ein sehr morbider Mensch, also ein dunkler Humor gehört dazu. Das heißt, wenn du auf Netflix and Chill stehst, während ein Horrorfilm läuft, dann bist du bei Nico Robin wahrscheinlich gerade richtig. Kommen wir zu ihren Maßen. Ihre Maße sind 160-90. Tatsächlich ist ihre Körbchengröße wie bei Nami. Pre-Timeskip eine I und After-Timeskip eine J. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja und nein. Ich schätze sie ein bisschen größer ein, weil sie an sich nämlich auch größer ist. Wir haben gar nicht über ihre Größe gesprochen. Sie ist 1,88 groß. Das ist schon sehr groß. Für mich zu groß. Das sind 10 cm höher als ich und da muss ich schon sagen, bin ich ein bisschen eingeschüchtert. Beim Sexappeal-Reading von 1 bis 10, 1 ist niedrig, 10 ist hoch, schätze ich sie auf eine 8 ein, also genauso wie Nami. Das kommt vor allem daher, dass sie einfach mit der Zeit reifer und ihres Körpers mehr bewusst wurde und immer mehr zu schickeren und ein bisschen hautfreieren Outfits gegriffen hat. Auf dem Waifu-Meter von 1 bis 10, 1 ist wieder niedrig, 10 ist hoch, ihr kennt das Spiel, habe ich sie auf einer richtigen 8 eingeschätzt. 8, meine Freunde. Warum? Denn wenn ihr in der Lage seid und ein bisschen älter seid, und ich rede davon so auch, ja, 26 aufwärts, das wird so das Alter, das für sie interessant wird. Wenn ihr ein bisschen euer Leben unter Kontrolle habt und ordentlich trainiert, so wie Zorro, also so wie ich auch, dann habt ihr die Chance, bei Robin zu landen. Und ich glaube, wenn ihr den gleichen Humor und auch die gleichen Hobbys teilt, dann ist Nico Robin die super Waifu für euch. Wenn euch dieses Konzept hier gefallen hat, dann bitte liked uns, lasst ein Abo da, das würde uns riesig helfen. Teilt auch gerne dieses Video, denn ihr wollt wahrscheinlich auch, dass jeder weiß, warum Robin einfach eine 8 auf dem Waifu-Meter ist. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, nächste Woche gibt es dann das nächste Video über Boa Hancock. Vergesst nicht, unsere ganzen Partner zu liken und zu folgen. God Valley, Corazon, CypherpolX, Nika, One Piece und Hintaro. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.